Hallo an all die Menschen, die so fleißig die Videos meiner Eltern gucken. Heute mal in einem etwas anderen Format mit einer unbekannten Stimme. Und zwar spricht hier nämlich die Tochter. Ich war diesmal auch die Kamerafrau und irgendwie ist diesmal was in der Audio-Dings schiefgelaufen. Also mit der Tonaufnahme und deswegen haben wir uns überlegt, diesmal ein kleines anderes Format zu nehmen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Also wenn irgendwann dann mal diese unbekannte Stimme auftaucht, nicht wundern, das bin ich. Ich kommentiere einfach das, was Mama und Papa machen. Könnte vielleicht auch ganz lustig werden, so wie jetzt, wo Mama erstmal schön früh am Morgen, wo wir in der Ostsee angekommen sind, sich erstmal schön den Drink gemixt hat und natürlich auf den Kurztrip an der Ostsee anstoßt. So, Schatz, hast du jetzt ja alles? Brauche ich eine Mütze oder brauche ich keine Mütze? Das weiß ich doch nicht. Genau, ich habe Mütze. Aber gut, dein Vater ist Also ich vielleicht. kann dir noch eine Mütze geben, mein Kind. Du gehörtest in das Staff-Department Mütze. Eine Also ich Nordkap-Mütze. brauche auch keine. Enthält unbezahlte Werbung. Staff-Department. So, eigentlich brauchen immer die Frauen länger. Ich warte nur auf euch, ich bin hier schon Ja, fertig und das sehe ich. Du musst dich ja immer noch schön machen und so. meinen Fleck hast du auch nicht Ach rausgerieben. so, siehst du, mach mal kurz aus. Mama, das muss doch raus. Da kannst du doch so nicht rumlaufen, Schatz. Das ist ja nicht schlimm. Mach mal ein bisschen mit Spucke. Ich mache hier was mit Spucke. Mach du das mit Spucke? Mach du das mit Spucke? Du mach das weg mit Spucke. Leck dran! Geh mal. Jodi, halt mal. Du sollst doch nur an dem Hosenbein lecken. Nein. Wir sind gerade erstaunt, wie viele Wohnmobile hier sind. Heute sind mal zwei Hunde bei. Da hinten, Jodi. Da hinten. Da buddeln sie nicht aus dem Meer was raus, sondern es wird die neue Fahrrinne, weil sich die Fahrrinne hier zusetzt. Die Fahrrinne wird immer zugespült, also buddeln sie ja wieder eine neue, die Fahrrinne neu aus. Das letzte Mal, wo wir hier lang gefahren sind, wo wir nach Norwegen, habe ich gesehen, dass sie da immer so Zeug rausgeholt haben. Schlamm. Und es gibt hier so Leute, haben wir gesehen, die sind dann so drei, vier Runden hier gefahren und dann haben sie auch einen Stellplatz gleich vorne bekommen. An der Fahrrinne. In der ersten Reihe, sag mal. Ja, genau. Also ansonsten, also ja. Hier kommt mal, hier ist der normale Stellplatz. Parkplatz, nicht Stellplatz, hier ist kein Stellplatz. Ja, Entschuldigung, für mich ist nur ein Stellplatz. Ja, und hier sieht man einmal, dass da die Mülltonnen sind, wo ihr dann auch ganz einfach euren Alltagsmüll entsorgen könnt, wenn ihr wieder abreist. Wie anstrengend ist es, mit deiner Mutter in Urlaub zu fahren, Jodi, wenn sie nicht ihr Handy hat und ihre Navigations-App anhat? Ich weiß nicht, ob du jetzt Mitleid von mir haben willst. Du hast sie dir doch ausgesucht. Ja, ich wusste nicht, dass sie so dämlich ist. Das habe ich alles hier drauf. Das sind alles Geheimnisse. Kann ich nicht leben wie ein Mensch? Aber warte mal, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen den anderen Weg da vorne, weil da kommst du nicht weiter. Und die habe ich gesagt. Du hast ja nicht gesagt, du wolltest hier außen dran vorbeilaufen, du dusselige Kuh. Jetzt schon wieder dusselige Kuh, weil ich recht hatte. Nee. Das macht er dann immer, wenn ich recht habe, dann sagt er immer dusselige Kuh. Ja, da hinten wurde jetzt mal so gezeigt, dass da Toiletten sind, also für die unter euch, die mal müssen. Aber die waren eh geschlossen. Hier ist jetzt die, was ist das hier? Das ist der alte Strom jetzt der hier. Der alte Strom, genau. Wie oft warst du schon hier gewesen? Nein, ganz oft. Aber das vergesse ich immer. Ich bin schon etwas älter. Okay. Aber hier kann man schön so langlaufen und ein bisschen so, schnüffeln und Fischbrötchen essen. Das ist das Wahrzeichen von Warnemünde, wenn ich einmal umdrehst, ist der Teepot. Und weiter rüber ist das Neptunhotel, was es zu Friedenszeiten auch schon gab. Ach, schön.
Jetzt können wir ein bisschen laufen und nicht nur wieder ausruhen. Hier schön hier. Laufen, Bewegung, Bewegung. Komm, weiter geht's. Ja, hier sieht man jetzt natürlich so diesen Standard-Promenadengang mit diesem Neptun-Hotel in Warnemünde. Ich glaube, das kennt jeder von uns oder von euch. Ja, keine Ahnung, warum da jetzt so lange raufgefilmt wurde, weil eigentlich kennt es ja jeder. Ja, da war jetzt noch ein bisschen Grünfläche und ja, schönes Wetter halt, ne? Ja, und das dadurch, dass so schönes Wetter war, war es natürlich auch relativ voll an dem Tag, wie man hier auch sehen kann. Ich glaube, das war sogar ein verlängertes Wochenende irgendwie. Und dadurch waren da natürlich viele, viele Menschen, die jetzt Lust hatten, irgendwie so an die Ostsee zu fahren. War natürlich auch super bei dem Wetter. Ja, und hier sind wir eine Kleinigkeit essen gegangen. Mama ist erstmal fast gegen das Schild gelaufen, aber kann mal passieren mit so einem Hund in der Hand. Laufen wir ja gerade auf der Wiese, was so ein bisschen für die Hunde eben auch ganz nett ist, so wenn man mit Hunden hier unterwegs ist, kann man hier ein bisschen, ja, jetzt gehen wir zum Bäcker, dass wir dann schön frühstücken können. Ne, Schatz? Ne, du hast noch kein Mikro. Du hast noch kein Mikro. Jetzt kannst du sagen, morgen, Schatz. Morgen, Schatz. Also ich war jetzt 2 Stunden schon unterwegs hier gewesen. Ja, und du warst schon 2 Stunden unterwegs. Aber warum weinst du denn? Weil ich mich freue, dich wiederzusehen. Also, natürlich nicht. Ja, also wie gesagt, also ich habe gerade mal geschildert, wie scheiße das ist, wie man sich so egoistisch und da so blöde Stimmen noch, den man mir dazwischen fährt, inzwischen nicht fahren kann. Dass es eben auch nur ein Parkplatz ist und nicht ein Urlaubs-Campingplatz. Das ist kein Campingplatz. Ja. Aber es ist halt dem geschuldet, der Nachteil ist. Das ist nochmal richtig. Das ist ja Wahnsinn, ey. Der Nachteil ist halt, dass es nicht markiert ist. Ja. Auf anderen Stellplätzen, ja, sag ich mal, hast du vorgeschriebene Parkbuchten, die du hier nicht hast, und somit machen sie, was sie wollen, die Leute. Und dieses Ding, was hier ein Zug ist, nennt man hier in Rostock S-Bahn. Also hast du mal gezeigt worden? Das ist die S-Bahn? Ja, das nennt sich hier S-Bahn. Ich, ja. Ja. Okay. Das sind coole Züge mit 2 Etagen, da gehst du hoch und runter. Aber die kosten jetzt hier Geld. 50 Cent. Aber ab in einer Stunde sieht es dann schon bestimmt anders aus. Wir wollen versuchen Fisch zu ziehen. Frischen Fisch. Das haben wir gestern gesehen. Wir hoffen, dass heute auch was ist. Mal sehen. Jetzt sehen wir erstmal die Bäcker geworden. Also jetzt könnt ihr hier auch noch mal so raus so gucken. Wie schön leer das ist hier überall. Das sieht nachher alles ein bisschen anders aus. Dann wird das hier alles richtig voll sein. Das ist denn für die Liebenden. Für die Liebenden und... Die Alexandrinstraße, die ist auch sehr nett. Die kann man... Es ist auch schön, hier so ein bisschen lang zu laufen. Ja, hier ist eben... Alles ein bisschen verschlafen, so diese kleinen Gassen hat man dann hier auch, ist auch schön hier. Ja, aber das war schon immer so. Okay, da ist auch die BSR zu. Ach nee, die BSR kann man ja dazu nicht sagen, ne? Die BSR ist das ja nicht, was ist das? Naja,
Hier sind jedenfalls... Das ist die RSR, wahrscheinlich Rostocker Stadtreinigung. Also, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist die Stadtreinigung hier auch unterwegs und hält hier Ordnung. Und hier ist dann auch Markt. Ich weiß nicht, ob der immer samstags ist oder was. So, jetzt gehen wir erstmal zum Bäcker. Und sagen wir mal, werden wir sehen. Er steht wieder am Messerladen. Ja. Er kann nicht dran vorbeigehen. Übrigens enthält unbezahlte Werbung, Staffel Department. Oh, ja. Er muss an den Messerladen lang. Er kann nicht anders. So. Jetzt sind wir vom Einkaufen zurück. Und werden jetzt nochmal frühstücken. Und genau, dann wir werden jetzt nochmal frühstücken Heimat. Und dann geht's wieder ab nach Berlin. Verpflichtung. Wie gesagt, fahrt hier hoch, aber zeitig ankommen, dann kriegt ihr auch noch einen Platz. Aber ich möchte hier nicht im Sommer her. Nee, im Sommer. Möchte ich nicht wissen, was dann für ein Chaos hier ist. Aber wie gesagt, seid auch ein bisschen rücksichtsvoller oder nehmt Rücksicht auf andere Leute, dass jeder die Chance hat, hier zu stehen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns. Bis bald, irgendwann. Bis zum nächsten Video. Man sieht sich. Hildegard.